Zwei weitere Beispiele für die Kettenregel. Wir erinnern uns, wenn u von x gleich f von g von x ist, dann ist u' von x gleich f' von g von x mal g' von x. Man nennt f die äußere Funktion, g die innere Funktion. Und dieses hier nennt man die äußere Ableitung, nämlich die Ableitung von f bezüglich g von x. Und dies nennt man die innere Ableitung, g' von x. Das nächste Beispiel lautet, u von x ist gleich Wurzel aus x² plus 1. So, was ist hier was? Wir haben die äußere Funktion, die Wurzelfunktion, also f von z gleich Wurzel z. Die innere Funktion, z, ist gleich g von x, ist gleich x² plus 1. Und dann ist f von g von x gleich Wurzel x² plus 1. F von z ist dann Wurzel z, weil z ja g von x ist. Und dann ist f' von z gleich 1 durch 2 Wurzel z nach der Regel für die Ableitung der Wurzelfunktion. Resubstitution z gleich g von x gibt wieder f' von g von x ist 1 durch 2 Wurzel g von x, also 1 durch 2 Wurzel x² plus 1. Das ist die äußere Ableitung. Die innere Ableitung, wir müssen g' von x bilden bei g von x gleich x² plus 1. Da ist die Ableitung g' von x gleich 2x. Also ist u' von x gleich f' von g von x, nämlich 1 durch 2 Wurzel x² plus 1 mal g' von x, also 2x. 2x können wir hier in den Zähler ziehen und die 2 rauskürzen, sodass überbleibt x durch Wurzel x² plus 1 als Ableitung der Funktion u mit u von x gleich Wurzel x² plus 1. Zweites Beispiel, u von x gleich 1 durch x hoch 3 plus 3x plus 1. Wir haben die äußere Funktion 1 durch z, f von z gleich 1 durch z. Die innere Funktion ist g mit g von x gleich x hoch 3 plus 3x plus 1. G von x wird wieder mit z bezeichnet, also substituiert. F' von z ist, wenn f von z gleich 1 durch z ist, minus 1 durch z Quadrat, das wissen wir aus einem früheren Video. Und das heißt f' von g von x durch Resubstitution, wir ersetzen z jetzt wieder durch g von x, also durch x hoch 3 plus 3x plus 1. Dann steht hier f' von g von x gleich minus 1 durch x hoch 3 plus 3x plus 1 in Klammern zum Quadrat. Hier das z durch x hoch 3 plus 3x plus 1 ersetzt. Die äußere Ableitung ist also f' von g von x gleich minus 1 durch in Klammern x hoch 3 plus 3x plus 1 zum Quadrat. Die innere Ableitung ist die Ableitung von g. Da g von x gleich x hoch 3 plus 3x plus 1 ist, ist die Ableitung 3x² plus 3. Und damit gilt für u' von x gleich f' von g von x mal g' von x, also minus 1 durch x hoch 3 plus 3x plus 1 in Klammern zum Quadrat mal in Klammern 3x² plus 3. Und das ist gleich, wenn wir das hier in den Zähler ziehen und das Minus auch und dann die Minusklammer auflösen, minus 3x² minus 3 geteilt durch x hoch 3 plus 3x plus 1 in Klammern zum Quadrat.